So, meine lieben Freunde, es geht wieder weiter mit. Nein, Controller brauche ich nicht. Wir machen weiter mit Minecraft. Wir haben letztens mal ein Schwert namens Zienda gefunden. Haben uns ein bisschen mit Applied Energistics beschäftigt. Heute wollen wir allerdings schauen, dass wir hier. Mal gerade gucken, ist das nicht schon zu viel? Hier muss noch Charge Pad hin. Du musst hier noch Recycler hin. Der Messfabrikator kommt woanders hin. Eigentlich müsste dann hier schon der Big Flux Dings rein. Also eigentlich habe ich hier schon zu viele Kabel gesetzt. Hey Daniel. Na, wie geht's? So, habe ich hier unten noch was drin? Oh, ja. Blei, Zinn, Osmium. Huch. Hoppala. Hier war Eisen. Das war das Redstone. Kupferzinn. Weiß ich nicht. Achso, Dias doch. Smaragde, Gold. Blei. Ich sag's mal so. Vorher hieß ich ja nur HDFox LP. Wegen den Füchsen. Weil ich die so gern mag. Und später, Ende 2019, dachte ich mir so, Drachen sind doch viel geiler. Deswegen, ja, die Mischung draus. Habe noch Kohle. Habe ich noch überhaupt keinen Platz. Lull. Nun ja, worauf ich heute hinaus will, ist, dass wir unsere Maschinenraum fertig bekommen. Vor allem hier fehlen aber auch noch Blöcke. Das sehe ich ja jetzt erst. Fehlen ja auch noch Blöcke. Gut, Fenster kommt später rein. Auf der anderen Seite haben wir ja schon Fenster. So, wie machen wir das jetzt? Im Prinzip ist ja hier die Wand. Theoretisch müsste ich mich einfach nur erstmal hier lang bauen. Ach so, ja. Ich hatte den Magnet aus. Bezüglich der Fluxkristalle vom letzten Mal.
Die Schaufel ist halt schon fast kaputt. Muss ich zugeben. Und Ankündigung. Nächste Woche. Ist am Montag mein 2 Jahre Twitch-Jubiläum. Roffel kommt da. Und ich habe mir gedacht, wir zocken ein bisschen Mario Kart. Ich halt Mario Kart schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und ja, wäre vielleicht eine kluge Idee. Ansonsten habe ich nicht so viele Multiplayer-Spiele, die wir spielen könnten. Aber naja, gut. Schauen wir erstmal, bis zum Montag ist ja noch ein bisschen hin. So, ja, das war dieses so komische Uranium-Zeugs. Was ich jetzt erstmal mache, ist hier einmal Kupfer weg. Boah, man braucht hier wirklich Geduld, ne? Ohne Geduld kommst du hier nicht weit. Wir haben ja jetzt einen Extraktor. Und wir haben ja auch schon Gummi produziert. Ist jetzt nur die Frage. Ja, die ganzen Galactic-Craft-Teile, ey. Die bereiten mir Sorgen, warum die nicht miteinander funktionieren. Ich meine, das hier ist ein Stromgenerator von Galactic-Craft-Core. Und der hier kriegt einfach keinen Strom von. Muss einfach mal eine Batterie nehmen. Testweise. Ach so, ja, wir haben Enderperlen. Die sollten wir vielleicht setzen. Und hier sollten wir vielleicht mal eine Tür reinhauen. Roffel. So, Frage ist, auf Sand gehen sie nicht. Heißt, wir setzen die einfach mal hier so hin. Und schauen mal, was mit den Enderperlen wird. So. Wir haben ja schon ein Boss-like-Schwert bekommen. The Ender. Tja, aber wir haben keinen Boss in der Nähe, den wir mit besiegen könnten. Aber eins fällt mir ein. Wir wollten ja den Big Flux-Generator bauen. Und der ist wie folgt. Es sieht komplizierter aus, als es ist. Wir brauchen nur einen HV-Transformer, einen MV-Transformer, Maschinenblöcke. So, von unserem gewährten Refined Iron haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ach lol. Ach lol. Okay. Gut, soll mir recht sein. Ja.
Habe ich das Gummi echt schon aufgebraucht? Ich habe es nämlich nirgends gesehen. Weil Gummi brauche ich jetzt nämlich in Massen. Oder habe ich es hier irgendwo reingelegt? Sieht nicht danach aus. Nee, tatsächlich. Gut. Soll mir recht sein? Denn wir haben ja. Am besten so viel wie möglich mitnehmen. Ich habe da extra vorher mal einen Rubber-Tree-Wald hingeschmissen. Für den Fall, dass genau sowas gebraucht wird. So, natürlich kriegen wir jetzt das Dreifache aus dem Marauder. Ach, hier ist das ganze Gummi. Gut, produziere schon mal nach. Ist ja nicht so wild. So, das Kupfer läuft dann noch. Deswegen würde ich Zinn jetzt nicht da unbedingt reinwerfen. So, genau, wir brauchen Kabel. Übrigens nicht empfehlenswert, um Strom zu transportieren, diese Goldkabel. Die sind schlecht. Super schlecht. Ich habe da zwei Worte mal stehen. Ich weiß nicht, ob die reichen werden, aber ich denke mal nicht. Wir müssen irgendwann mal mit Solarproduktion anfangen. Brauchen halt jetzt ein bisschen, bis sie mal fertig sind. Wir werden das später auch noch mal ein Stück weit aufbessern. Aber alles wirklich zu seiner Zeit. Ach ja, sollte man übrigens was Höheres als Low Voltage an die Geräte anschließen. Macht's Boom. Heißt, man muss es immer runter transformieren. So.
Viermal isolierte HV-Kabel noch schlechter übrigens. Ein Energiekristall, ein Electronic Circuit. Ich muss mal Dias produzieren. Okay. Echt vollgeschmissen mit Zeug. Rubbersetzlinge. Aluminiumfeuer. Die Dinge. Die ganzen Sachen braucht's alles erstmal nett. Gut, das andere Zeug war Rotstein. Davon haben wir ja wirklich genug. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwas mit Endstein zerstört habe. Irgend so ein Portal. Aber ich glaube, nur die Portale bestehen aus Endstein, oder? Diese Endportale da. So. Genug der Sinfonie. 60 Diamanten. Die legen wir mal hier rein. Einen brauche ich allerdings jetzt. Und ich brauche auch 8 Redstone. Wir versuchen jetzt nämlich aus dieser Stromart, die wir jetzt aktuell produzieren, eine andere zu machen. Meisten sagen, es sei komplizierter, als es aussieht. Es ist in dem Fall auch, weil wir müssen sehr viel Materialien. Benutzen. So, den Rest schmeiß ich mal wieder rein. Weiß nicht, wie es aussieht. 23.000 nur noch. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber gut. So, viermal davon. Viermal davon. Und nochmal viermal davon. Obwohl wir eigentlich nur zwei brauchen. So, jetzt haben wir fast schon alles. Es fehlt jetzt nur noch eine Sache. Und was brauchen wir für die Sache? Einen Circuit.
Ich sollte mal vielleicht eine Enchanting Table hinstellen. So, wie gesagt, Diamanten hatte ich nur jetzt reingeschmissen, damit wir erstmal welche wieder haben. Ich habe hier noch einen Engineering-Prozessor. Was genau wollte ich damit? Ich habe doch einen für den Controller gebraucht. Was wollte ich mit dem anderen? Ich habe irgendwie zwei gebaut. Kann das? Keine Ahnung. Es ist weird. Sollte ich mir lieber nicht stellen, die Frage. So. HV-Transformer ist fertig. Gut. Nächster Schritt wäre, ja, Kupfereisen. Ein ganzer Rotsteinblock. Ein Rotsteinblock. Ich weiß, manchmal ist Minecraft ein bisschen langweilig, aber ja, mir fällt auch nicht wirklich was gesprächsthemenmäßig ein. Wir müssen einfach mal schauen. So. Ja. So viel zu Rubber. Jetzt brauche ich 12. Ja, 12,84. Genau. Eins frage ich mich dennoch. Früher konnte man ja auf YouTube immer seine Videos zusammenfügen. Was jetzt leider nicht mehr geht. Was ich schade finde, weil ich brauche manchmal ab und zu das Zusammenfügen. Und naja, bin ich nicht von begeistert, dass man YouTube so verunstaltet hatte. Die drei Goldzahnräder, die zu viel waren. Aber irgendwo hatte ich doch.
Ghost Dawn, habe ich überhaupt Lost Zone gehabt? Wahrscheinlich hier drin, ne? Ja. Lost Zone, 16 Redstone und 8 Lapis? Ist so? Idünü. Was war das? Und wieso ist eine Tür zugeschlagen? So, Advanced Circuits, die brauche ich jetzt. Und schon haben wir den fertig. Ja, Dach sieht auch noch unfertig aus. Ich hatte das Sakura, ja. Habe ich hier irgendwo Sakura-Bäume rumstehen? Dann würde ich das als nächstes fortführen. Ich weiß, das sieht irgendwie kurios aus hier. Noch 8000. Hier nicht irgendwie Sakura-Bäume gepflanzt oder bin ich gerade blöd? Das war knapp. Wenn ich doch Sakura-Holz hatte, musste ich doch auch Setzlinge von haben. Hier ist. Ach nee, das war das Holz, das ich da reingelegt habe. Sag mal, wo ist denn das Sakura-Holz? Besser gesagt, die Sakura-Setzlinge. Die ich mal hatte. Zwei nicht, die sind auch weg. Ach, was soll ich denn so schnell jetzt einen neuen Sakura-Baum herholen? Gleich im Süden. Süden da. Ich brauche Sakura. Für die Decke. Aber gerade nicht danach aus, als wäre da hier irgendwas. Okay, das ist ein Ordnerort. Warum? So, bei den Blumen waren wir schon. Ich brauche die Sakura-Bäume. Ich finde die einfach nicht. Oh. Dafür habe ich was anderes gefunden. Das toxische Etwas.
Echt mal, wo war denn das mit diesen Sakura-Bäumen? Verflixt und zugenäht. Bringt nix, bringt nix. Ich jetzt Holz, ja. Das gute Sakura-Holz. Ich muss doch aber Setzlinge haben von. Zumindest dachte ich, dass. Irgendwo hier hatte ich doch mal eingesetzt. Ansonsten würde ich halt jetzt sagen, dass wir. Anderes machen. Und zwar exploren wir. Und dazu werden wir erstmal diese Blumen sammeln. Natürlich ist die Spülmaschine jetzt fertig. Hätte mich auch nicht gewundert. Minako, guten Abend. Na, alles fit? Ich versuche gerade etwas. So, ich brauche jetzt nur noch einen Eimer mit Wasser. Ja, auch bei mir ist alles bestens. Im Übrigen, ich darf vorweg sagen, am Montag, also in 2 Tagen, ist das 2 Jahre Twitch-Jubiläum bei mir. Und wir zocken Mario Kart. Gut, was wollte ich jetzt? Ich wollte einen Eimer, ne? Wollte einen Eimer. Habe ich noch Eimer? Ich habe nicht mal Eimer. Lul. Was ich jetzt gerade machen möchte, ist ein Portal in Twilight Forest. Mir fehlt aber noch ein Gegenstand. Okay. Ich hoffe, das klappt. GG. Das hat funktioniert. G, Rodimo.
Ja, ich würde ein bisschen mischen zwischen erkunden und ja, bauen. Weil das Ding ist halt, wir müssen unseren Maschinenraum irgendwie schleunigst fertig kriegen. Und da die Ressourcen, die wir dafür brauchen, immer erst geschmolzen werden müssen, geht das nicht ganz so einfach. So, dieses Schwert, was ich hier habe, ist ein bisschen krass. Und ich habe, glaube ich, gleich mal das erste Dungeon gefunden. Mit Krimskrams. Alles klar. Fäden, die kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Gierhacke, Sticks, Pfeile. Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes drin, wofür es sich lohnt. Höchstens hier nochmal Holz. Aber wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Mal gucken, ob ich so einen Boss finde. Irgendwo gibt es ja auch diese Türme und Co. Mal sehen, ob ich was finde. Okay, hier scheint es wirklich zu. Was ist das? Und warum kriege ich das Schaden? Was ist das und warum kriege ich da Schaden? Huh? Wo kommt das her? Jetzt bin ich mal neugierig. Was ist das denn? Huh? Muss ich jetzt hier Rätsel raten oder was? Okay, es geht in die Unendliche. Das bringt's echt nicht, da zu gucken. Aber warum kriegt denn das Schaden? Da auch. Was ist das denn? Jetzt ernsthaft mal auf den Grund gehen, was das ist. Warum kann ich denn da nicht lang? Echt weird. Da war auch so ein komisches lilanes Zeug zum Abbauen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Jedenfalls scheint mir nicht so zu sein. Ich finde hier leider auch nicht wirklich irgendwas. Ja, wie gesagt, das Gebiet ist irgendwie ummantelt von irgendeiner Säure oder sowas in der Art.
Ich weiß auch nicht. Okay, der Twilight Faust macht mir schon ein bisschen Angst gerade. Mich interessiert. Das sind Osten. Mich interessiert die eine Stelle da im Osten. Ach so. Ja, gut. Was zum Heck? Da drin ist ein Turm. Seht ihr das? Da drin ist ein Turm. Da ist ja auch schon wieder dieser. Warum? Warum ist der hier überall? Okay, das, nee. Wie soll man da reinkommen? Das ist sehr verrückt. Ich hau hier lieber schnell ab. Ja, erschreckend. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte den Speicher bauen. Für Thermal Foundation. Dafür brauche ich Leadstone, Conductance, Blei und Glas und Redstone Block. Okay. Blei hatte ich da. Die Ressourcen dafür braucht man halt nicht immer viel. Das ist wirklich ganz, ganz wenig, was man braucht manchmal. Was mache ich denn hier? Ich brauche einen Tinnitus zum Block. So. Drei Kupfer und Conductance. Conductance. Das war Elektrum. Das war Elektrum. Das müsste dann also im Prinzip Gold und Silber gewesen sein. Genau, Elektrum.
Achso, Tinkers Werkzeuge müssten wir auch noch mal herstellen. Tja, ich weiß halt nicht, was wir alles brauchen. Weil die Rakete hier, die wir später hier hinstellen, das wird noch witzig. So, ein Output von 100. So. Ach so, falls er fragt, was dieses gute Stück hier macht, bleibt einfach dran, ihr werdet es schon noch sehen. Wir werden jetzt eine Connection zu diesem Ding hinstellen. Wir brauchen dazu nur die Kabel. Gerade mal. Redstone, Glas, Redstone und Blei. Glas habe ich noch zwei Stück. Heißt, Blei brauche ich vier. Seite vier. Ja, die Mods sind verschieden und funktionieren auch verschieden. Ihr Mod braucht irgendwas anderes. Teures Zeug. Jetzt graben wir hier mal die Löcher frei. Die ja hier so schön parat steht. Und das wäre schon mal ein Großteil. So, dann kann ich das Holz noch verwenden. Für hier. Also man sieht, es nimmt Form an langsam. Aber wie groß das noch wird, müssen wir mal schauen. Jetzt kommen wir mal zum Kellereingang. So, wir brauchen einmal ein Roundout, wo wir laufen können. Und dann müssen wir 80. Nee. 50 mal 50 war der. 50 mal 50. Ja. Das heißt hier 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Jetzt. Oh, 2, 3, 4, Moment. Ich bin nicht gut im Abzählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 14. So, 15. Eins habe ich natürlich nicht bedacht. Man sollte kein leeres, kein volles Inventar mitnehmen. Warte ich die ganzen Feuersteine? Hier, ne? Moment. Fackel die, Fackel die, Fackel da. Gib mir mal. Und setze diesen Block bitte hier an. So, jetzt können wir Fackeln erstmal machen. Die braucht es nämlich unten. Fackeln und nicht lange fackeln. So. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, da haben wir jetzt schon 30 Blöcke. Damn it.
So, hier war 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Also 40 sind wir jetzt schon. Ja, sorry für das Zählen, aber es muss sein. Wir wollen ja einen Keller haben, der groß ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Das sollten jetzt 50 sein. Jetzt machen wir hier eine Kurve rein. Ach nee, Moment. Ich brauche ja eigentlich mehr Platz. Eigentlich noch einen weiter. Weil ich habe die Seitendinger nicht beachtet. Oder? Obwohl, nee. Doch, habe ich. Weil auf den Seiten. Also oben, unten ist ja gleich. Aber links ist länger als rechts. Also außen ist länger als innen. So meine ich das. Doch, also müsste ich eigentlich schon 51 haben. Nee, falls ihr euch fragt, was hier hinkommen soll, das ist der Particle Accelerator, der dahin soll. Also seitlich, wie gesagt, 51. Also, wieder verplappert. Also es muss außen 51, innen 49. Und oben unten sind jeweils 50. So kann man sich das schon mal denken.
ist hier eigentlich fehl am Platz, weil da muss nachher die Leiter hin. Toll. Sind es noch nicht ganz draußen, deswegen schmeiße ich das mal da rein. Und ja, jetzt müssen wir halt die Leitern für da runter holen. Ich habe jetzt halt keine Musik da für Minecraft. Pure Stille. So, ein paar Sticks lasse ich mal noch übrig. Hey, die Menschen, Fabian. Na? Alles gut? Ich bin gerade hier dabei, meinen Keller für den Accelerator zu bauen. Der wird, sagen wir mal so, gigantischer als man denkt. So, das hier muss ich auffüllen. Das auch. Ganze Kies muss allerdings weg. Ich weiß, ich mache irgendwie wild irgend was gerade, aber muss ja halt auch ein bisschen Abwechslung drin sein, ne? Kann ja nicht nur immer Haus und Technik drin haben. Muss ja auch mal ein bisschen Keller grabben. Und der Kunde muss ja auch ab und zu noch drin sein. Damit man auch schön alles abdeckt. Ja, hier geht es auch schon wieder tief runter. Der Keller muss jetzt nicht schön aussehen, weil, wie gesagt, der ist wirklich nur für den Partikel-Accelerator da. Weil der halt so gigantisch ist. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir bei 51 Blöcke liegen. Pro Seite des Accelerators. Weil
halt außen hin, die Seite ist länger als die in der Mitte und die in Innenseite. Wait a second. Ich habe da irgendwas entdeckt. Dieses irgendwas sieht nicht so gut aus. Die Höhe ist eigentlich auch relativ egal. Hauptsache die Länge und Breite stimmt von dem Accelerator nachher. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, das Ding wird extrem schnell. Und es braucht halt Platz zum Abbremsen. Ich habe es mal versucht mit 30x30, aber ich kann euch sagen, 30x30 reicht nicht. Da ist einfach nicht genug Platz zum Abbremsen. Schöne ist ja, wenn das Partikel, was da rumgeschleudert wird, explodiert, dann wird die Maschinerie nicht kaputt gehen. Das war nämlich damals so. Und das war halt doof, weil du dann immer wieder neue Blöcke besorgen musstest. Gut, 6 Stück haben wir jetzt schon. Wir brauchen aber eigentlich nur 4. Oh, das Eisen will ich gern mithaben. So, unsere Spitzhacke ist auch nicht mehr lange da. Okay, Fail von mir. Einfach mal eine Leiter falsch platziert. Ja gut. Wenn wir jetzt ein frei haben, hier den langen Strang, dann die Mitte, dann den kurzen Strang. Kann ich ja eigentlich hier eine Fackel hinsetzen. Aber denkt man nicht, dass wir den schon bauen, weil wir haben noch nicht die Teile für die notwendigen. Ich schreibe nur schon mal die Sachen vor, damit ich weiß, wo ich lang bauen muss. Wie das aussieht, so viele blaue Drachen. Oh Mann, schon geil. So. Bisschen Kohle haben wir noch. Bisschen Zinn haben wir abgegrabt. Zinn ist durch. Kann ich das Koffer eben noch schnell?
kriege ich das Gravel auch schon gleich wieder. So, haben wir irgendwas Großes, Eichenmäßiges? Nee, lauter so kleine Eichenbäume. Ah, der ist gut. Der ist gut. Weil habt ihr ja gesehen, der Maschinenraum hinten ist ja auch noch nicht durch. Ja, ich weiß, dass die Spülmaschine fertig ist. Das brauchst du mir nicht zu sagen, Mensch. Sand muss ich auch noch besorgen. Ich muss nämlich noch Glas machen. Und Türen muss ich noch machen. Okay, ich habe irgendwie Türen gesteckt, obwohl das eigentlich normalerweise nicht möglich ist. Ja, moin. Gut. Dann verbraten wir eben noch den Rest Holz bei einer geflickten Schaufel. Die auch schon bald nicht mehr da ist. Was natürlich schade ist. So. Rück ich mal lieber wieder. Ihr seht, über Höhlen zu bauen ist nicht einfach. Es ist zwar praktisch, wenn du halt Keller bauen willst, aber anders wird es nicht praktisch sein. Also höchstens für Keller. Habt ihr ja gesehen. So, ich denke mal, die Zeit ist gleich mal wieder um. Aber eine Sache muss ich mir mal wirklich kaufen. So ein Videoschnittprogramm braucht es mal hier wirklich bei mir. Weil manchmal gibt es so Sachen, die ich zusammenfügen muss. Und dann habe ich nichts, womit ich das zusammenfügen kann. Normalerweise nutze ich DivX, aber irgendwie DivX hat irgendwie komische Probleme diesbezüglich. Warum sind hier Löcher? So. Das sieht doch schon mal besser aus als hier diese Grasfläche. Gut, es zieht sich noch nach hinten weiter. So ist es natürlich nicht. Im Maschinenraum wird noch gigantomatisch. So, aber liebe Leute, Minecraft mache ich normalerweise nicht allzu lang. Heißt, wir sind für heute am Ende angelangt. Minecraft werde ich so versuchen, immer so 1 bis 1,5 Stunden zu machen. Wir sehen uns dann am Montag wieder mit Mario Kart 8 und meinem
zweijährigen Twitch-Jubiläum. Bis dahin, meine lieben Freunde. Und ciao.